Servus Leute, ich bin der AllRampage und ich heiße euch zu einem kurzen Dankeschön-Video recht herzlich willkommen. Und zwar haben wir, oder hat der Fabi in diesem Fall, letzte Woche ein kleines Päckchen erhalten. Der Fabi ist ja die Anlaufstelle von uns, er hat es an mich weitergeleitet, weil das an mich ging. Und zwar hat ein Abonnent von uns, der Carsten, ja ich weiß nicht, manche haben es vielleicht schon gelesen, er hat unter eines unserer FIFA-Weltmeisterschaften-Video drunter geschrieben, dass er eine Trophäe für den späteren Sieger fertigstellt oder herstellt. Und genau das hat er getan. Ich habe sie erhalten und ich muss sagen, sehr schön gemacht. Eine sehr, sehr schöne Trophäe. Die ist aus Speckstein. Die wird auch nicht einfach so in der Schublade verschwinden. Und zwar hat die hier so eine schöne, flache Stelle. Und damit stelle ich die bei mir oben aufs Regal. Und die dient als Stütze für die Videospiele. Ganz einfach, passend zu dem Ganzen. So machen wir das. Da das aber nicht alles ist, nämlich der Carsten hat noch ein bisschen was dazu geschrieben. Er hat einen zweiseitigen handgeschriebenen Brief, Freunde, ja, handgeschrieben, ihr seht's, dazugelegt. Und ich habe ihn extra gefragt, Carsten, wie sieht's aus, darf ich das vorlesen? Weil es war ein sehr, sehr toller Brief, sehr, sehr berührend. Und deshalb will ich den jetzt vorlesen und ich hoffe, er gefällt euch genauso, wie er uns gefällt. Der liebe Carsten schreibt, hallo Pixelhelden. Mit diesem kleinen Werkstück möchte ich mich bei euch für euren Content bedanken. In der Nacht auf den 20. Oktober 2017 brach bei einem anderen Bewohner meines Zuhauses ein Feuer aufgrund eines technischen Defekts aus. Ich selbst bewohnte das Dachgeschoss und wurde, da ich als erstes die Feuerwehr rief, im Dachgeschoss respektive zweites Obergeschoss eingeschlossen. Polizei und Rettungswagen waren kurz später vor Ort und versuchten mich zu beruhigen. Doch da mit der Zeit das Licht erlosch und die ersten Rauchmelder verstummten, wurde ich derart panisch, dass ich aus dem Fenster kletterte und mich die etwa 8 Meter zu Boden fallen ließ, bevor die Feuerwehr eintraf. Ihr und euer Content waren mitunter daran beteiligt, dass ich die Zeit in den Kliniken gut überstanden habe. Neben den zahlreichen Knochenbrüchen, die ich erlitten habe, hat das Erlebte auch psychische Spuren hinterlassen. So reicht zum Beispiel ein leichter Brandgeruch aus und ich bekomme es mit der Angst zu tun. Zum Glück gibt es aber eure Videos und so ist es doch recht einfach, mich zu beruhigen. Zum Beispiel reicht es, eine eurer Trials Fusion Folgen zu schauen. Arnold, ne? Bei dem Gefluche zum Teil muss ich immer wieder aufs Neue schmunzeln. Aber auch die Forza Horizon 3 Multiplayer-Folgen sind ein Hochgenuss und besser als jedes Beruhigungsmittel. Darum ein dickes Danke an euch und ich hoffe, ihr findet einen schönen Platz für eure Pixelhelden-Trophäe. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ist es immer noch so. Im ersten Moment, ich war froh, ich habe überlegt, packst du das live aus, machst du das direkt vor der Kamera. Und ich war froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn im ersten Moment fehlen dir tatsächlich die Worte, wenn du sowas liest. Carsten, ganz, ganz großes Dankeschön und Riesenlob an dich. Das ist wirklich ein toller Brief. Ganz großes Herz an dich, wirklich. Das ist wirklich ein ganz toller Brief. Das freut mich, dass du uns sowas mitteilst. Dass du das uns mitteilst, wie wir dir helfen konnten. Das freut uns natürlich, dass wir dir helfen konnten. Und wir hoffen natürlich, dass du auch zukünftig sehr, sehr viel Spaß auf unserem Kanal haben wirst. Es ist uns eigentlich gar nicht bewusst oder das ist nicht unsere, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist nicht unser Ziel, sowas damit zu machen, weil wir wollen euch unterhalten, aber dass dann sowas natürlich zustande kommt, das ist ganz, ganz großes Kino. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir dir helfen konnten. Ich habe dir die Frage schon beantwortet. Das Ding kommt ins Regal, das verschwindet nicht irgendwo, also der Platz ist auf jeden Fall schon gefunden, da kannst du dir sicher sein. Der Carsten hat auch gemeint, dass er das gute Stück so ein bisschen als Ergotherapie verwenden konnte. Das ist natürlich noch besser. Aber das Ding ist wirklich Arbeit. Das ist nicht so harmlos.
Wer schon mal Speckstein gemacht hat, der weiß das. Ja, Carsten, wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe den Brief gestern in die Gruppe gestellt von uns, von den Pixelhelden. Ich kann dir auch von denen herzliche Grüße ausrichten. Also das ist wirklich angekommen. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich glaube, das war's auch schon. Ich habe mich bedankt dafür. Freunde, lasst noch ein paar Herzchen für den Carsten in den Kommentaren da und auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, ne? Das hat er auch verdient, der Gute, dafür, dass er uns sowas schickt. Vielen, vielen Dank, Carsten. Ganz große Klasse. Und ich wünsche dir in nächster Zeit und überhaupt viel, viel Spaß auf unserem Kanal. Bis dann. Ciao.